Mann! Stell dir deine Mauer alleine. Wenn ich eure Mitspieler beim Freistoßtraining im Stich lassen, dann probiert es einfach mal mit einer Freistoßmauer. Viel Spaß beim Video. Die Dummies haben unten Stahlspitzen. Dadurch kann man sie gut in den Boden reinstecken. Sie haben einen festen Halt im Boden und sie schonen den Rasen. Außerdem ist ein bruchsicheres Kunststoff verarbeitet, wodurch sie auch festen Schüssen standhalten. Durch eine Höhe von 1,80 Meter könnt ihr optimal und unter realen Bedingungen Freistöße trainieren, weil eure Gegenspieler nicht viel kleiner sein werden. Und wenn doch, macht ihr die Freistöße erst recht rein, wenn ihr mit den 1,80 Meter hohen Dummies trainiert habt. Abschließend kann ich sagen, dass man diese Freistoßmauer wirklich gut und variabel einsetzen kann, weil man nicht nur Freistöße trainieren kann, sondern zum Beispiel auch einen Dribbling-Parcours aufbauen kann. Außerdem ist sie wetterfest, das heißt, man kann sie bei allen Wetterbedingungen einsetzen, was wirklich auch top ist. Wenn euch die interessiert, checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und ich bin wieder raus, Freunde, bis zum nächsten Mal.